38 11, Regionalbahn nach Bonn-Mehlem 038 7, S13 nach Troisdorf über Köln-Bonn Flughafen 941 Gleis 10. So, guten Morgen Leute. Ich bin tatsächlich schon ein Weilchen unterwegs. Bin jetzt gerade in Koblenz und warte auf meinen Anschlusszug. Ja, mal sehen, wie es gleich weitergeht. Ich werde heute bis Stuttgart fahren. Nehme jetzt auch wieder mit der Handykamera auf, weil ich jetzt die schwere Kamera nicht rausholen kann hier. Habe das Fahrrad und den Rucksack noch dabei. Ja, das wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine schöne Zeit in Stuttgart. Da werde ich jetzt entweder in der Jugendherberge pennen oder ich habe die Möglichkeit tatsächlich bei Freunden von meinen Eltern zu übernachten. Das wäre natürlich super, dann kann ich nämlich Geld sparen und vielleicht noch eine andere Stadt dazu nehmen, die ich sonst nicht dazu nehmen könnte. Also, ja, lassen wir uns überraschen und bis später. Ciao. Drama Battalion. Sometimes, man, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes, just sometimes I have to put my life on hold. Sometimes, yeah, sometimes I can't dream because I'm still alone. So, Freunde, ich sitze jetzt im Zug auf dem Weg nach Mainz. Von Mainz geht es dann weiter über, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, auf jeden Fall sitze ich auf dem Zug Richtung Mainz. Und ja, habe ein bisschen Musik. Ich gucke aus dem Fenster, ich sehe gerade, es ist eine ganz tolle Landschaft hier am Rhein. Der fließt die ganze Zeit neben mir lang. Ich sitze leider auf der falschen Seite, da ich habe nicht ganz so einen guten Blick. Da hinten ab. Seht ihr das? Das sieht bei mir ganz normal aus, in der Kamera ganz komisch. Naja, auf jeden Fall. Ja, ich höre Musik. Ich werde vielleicht ein bisschen schlafen. Bis später. Ciao. So, Freunde, ich bin jetzt tatsächlich in Stuttgart angekommen. In meiner Sportkleidung, weil ich mir jetzt dachte, es ist so warm, hier sind ungefähr 35 Grad, gefühlte 40 und es ist schwül. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es ist kurz vorm Gewittern und ich habe einfach keinen Bock hier irgendwie, dass meine ganzen Klamotten hier so zerschwitzt werden. Auf jeden Fall bin ich gut angekommen und werde mir jetzt mal ein Ründchen in Stuttgart angucken. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir Stuttgart lästig gefällt in Köln. Das kann ich jetzt schon sagen. Jetzt fängt hier auch die ganze Planer. Mal gucken, was das noch wird. Ich melde mich auf jeden Fall später nochmal. Ciao. Alles klar, Freunde. Ich habe mir jetzt einen Döner gekauft. Und das ist kein normaler Döner. Das ist ein Döner mit Käse. Ich werde ihn gleich mal probieren. Dann sage ich euch, wie er schmeckt. Mhm. So, Leute der guten Unterhaltung. Ich bin jetzt gerade im Zimmer. Und wollte, da sieht die Kamera schon aufgebaut, eigentlich ein Video drehen. Nur leider ist mein Akku alle. Wie es meistens so kommt. Das heißt, es dauert noch einen Augenblick mit dem Video. Ich ruhe mich in der Zeit ein bisschen auf und mache den Akku wieder fit. Und dann werde ich später wieder los. Ich hoffe nur, es wird nicht regnen. Also Leute, bis später. Viel Spaß noch mit diesem Video. Und mit anderen Videos auf YouTube und haut rein. Bis später. Ciao, ciao. Ich habe einfach nochmal meine Handykamera mitgenommen. Und ich bin hier gerade mit dem Fahrrad auf irgendeinen Weinberg gefahren. Hinter Stuttgart. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Irgendwie habe ich es geschafft. Und guck mal, was ich da jetzt gefunden habe. Sieht man es leicht? Da. Alpaka, nee, was sind das? Lama. Das hat sich gerade angehört, als käme da hinter mir jemand, aber da kommt niemand. Das ist sau schön hier. Ich will nur mal, da geht's jetzt weiter. Ich will nur mal gucken, ob ich hier noch höher komme. Also mal gucken, was ich auf meinem Abenteuer noch erlebe. Bis gleich. So, Freunde, ich gehe das Risiko jetzt einfach mal mit euch ein. Ich hoffe, da passiert nichts.
und die lassen mich in Frieden und spucken mich jetzt hier nicht an. Man weiß ja nicht, wie die Kollegen drauf sind. Ich habe hier gerade doch leicht Panik. Aber ich habe es geschafft. Sehr gut.